Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Aquarienvideo. Sorry, dass es ein bisschen wackelt, aber ich filme jetzt gerade mal aus der Hand, weil ich wollte eh nicht so ein langes Video machen. Wollte euch gerne nur mal ein Update geben. Ich habe wieder ein bisschen was verändert, und zwar an der Beleuchtung. Dazu aber später mehr. Ich habe gestern einen Wasserwechsel gemacht. Habe ich ungefähr bis hierhin habe ich Wasser rausgemacht, also nicht ganz die Hälfte. Habe dann Easy Carbo 2 Milliliter reingemacht, 1 Milliliter NPK und was war es noch? Ich muss gucken, einen Moment. Easy Carbo 2 Milliliter, Eisen 1 Milliliter und NPK Dünger. Ne, Eisen hatte ich nicht gedüngt, das hatte ich am Freitag letzte Woche gedüngt. Und gestern habe ich nur, wie gesagt, Wasserwechsel knapp 50%. Ich muss mir das immer aufschreiben. Ihr seht das hier. 80er Becken, Wasserwechsel 50%. Naja, waren nicht ganz 50%. Ne? Ich schreibe halt immer 50 auf. Waren vielleicht 40 oder so, keine Ahnung. EC steht für Easy Carbo 2 Milliliter und NPK 1, also 1 Milliliter. Eisen hatte ich am Sonntag gedüngt. Genau. Easy Carbo mache ich ja täglich. Ja, genau. Ihr seht, Beleuchtung habe ich jetzt auch eine andere drauf. Ich hatte ja noch eine von der JBL Solar Nature. Hatte ich ja noch eine stehen, die ich damals von Franz bekommen hatte. Ich mach mal so, da kann man es besser sehen. Ist zwar für 1,20 Meter oder 1,21 Meter, wie auch immer, aber die ist ein bisschen kürzer, trotz allem, wie die ich vorher drauf hatte, die von Eheim, diese Classic LEDs, die sind ein bisschen länger. Obwohl die auch für 1,21 Meter Becken sind, ne? Und ja, hab das halt hier ganz normal mit zwei Glasscheiben abgedeckt, ne? Ja, hier fütter ich immer drüber. Füttern und gebe immer Dünger und alles Mögliche. Ja. Es ist, das kommt auf dem Video vielleicht gar nicht so rüber bei euch. Ich habe immer noch eine leichte Trübung drinne. Ist aber wohl dem Filter geschuldet, weil der nur grobe Schwämme drin hat. Also der hat keine Filterwatte oder keine feinen Schwämme drin, was die Schwebstoffe rausfiltert. Wie gesagt, ich muss in den Zoo laden. Ich muss mir nächsten Monat, diesen Monat geht es nicht mehr, ich muss mir nächsten Monat ein oder zwei Erweiterungskörbchen für diesen Eheim Aquaball holen. Und dann setze ich den Eheim Aquaball mal so 2 Wochen mit dem jetzigen Filter. Das ist ja der Fluval X2, nee, das ist ja Fluval U2 oder 3, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und da setze ich den Eheim Aquaball zusätzlich zu dem Fluval-Filter noch ein, lasse die parallel laufen, damit ich nicht, dass wenn ich jetzt den Innenfilter rausnehme, wo ja die ganzen Filterprozesse schon gut laufen und ja, nicht, dass ich einen kompletten Filter habe, den ich noch mal einfahren lassen muss, ne? Deswegen lasse ich die parallel laufen und so nach 2, 3, 4 Wochen nehme ich den Fluval-Filter raus und lasse halt nur den Aquaball drin. Ja. Aber das Licht ist jetzt viel, viel angenehmer, viel natürlicher als wie vorher. Vorher war das so richtig so ein kaltes Licht, so ein unnatürliches Licht, aber jetzt sieht es richtig gut drin aus. Ja, die Pflanzen wachsen auch ganz gut, also denen bekommt das ganz gut, die gewöhnen sich jetzt langsam ein, oder besser gesagt um. Ja. Algen ist bis jetzt auch noch nicht, naja, mal abwarten, ne? Den Platys geht es bis jetzt auch noch gut, ihr seht, es sind noch 5 Stück. Naja, schauen wir mal ein bisschen hin und wieder, klemmen sie noch die Flossen, aber ja, die brauchen einige Wochen, bis die sich wirklich richtig hundertprozentig eingewöhnt haben und dann
Ja, passt das aber. Aber auch die Mollys. Ihr seht, da ist einer der etwas größeren. Dann im Hintergrund schwimmt einer rum. Da. Ja, sind schon einige Mollys. Einer ist dabei, der sieht vorne, sieht aus fast wie ein Dalmatiner-Molly. Und die Schwanzwurzel ist schwarz und die Schwanzflosse ist wieder transparent. Also der hat eine ganz interessante Färbung. Der schwimmt gerade hier hinten. Ups, Entschuldigung. Ist er das? Ja, der ist das. Mal gucken, ob er sich mal richtig zeigt. Na, komm mal raus. Na, scheinbar nicht, oder? Will er nicht? Dann ist hier einer, der ist richtig durchsichtig. Also nicht durchsichtig, aber hat kaum schwarze Färbung. Hab dann kurz gesehen. Ja, der andere will nicht. Will sich nicht zeigen. Ja, alles in allem bin ich bis jetzt ganz zufrieden mit dem Becken. Wie gesagt, es muss sich halt richtig entwickeln, alles, ne? Und ja. Was noch reinkommt, ist, wartet mal kurz. So, jetzt habe ich euch doch mal ins Stativ gepackt. Ja, also was ich auf jeden Fall noch reinsetzen möchte, ist Corridora Sabrosus. Diese Schachbrettpanzerwälze, die passen da, denke ich, ganz gut rein. So ein Trupp mit 10 Tieren. Und ich habe letztens, weil ich mal so ein bisschen im Internet rumgeguckt habe, ja, was passt noch gut zu Lebendgebärenden oder welche Art von Lebendgebärenden möchte ich mir gerne noch reinsetzen. Ich glaube, ich werde es bei den Platys und Mollys lassen. Mit Guppies, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher mit Guppies. Da bin ich echt noch so ein bisschen mit mir am Überlegen. Da bin ich auf einen Artikel gestoßen. Und zwar, ich weiß die Website nicht mehr. Und zwar, wenn ich sie finde, verlinke ich sie euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Das ist das Ding, was ich auch noch nicht wusste. Ich habe immer gelernt und kenne das seit meiner ganzen aquaristischen Laufbahn. Wurde immer gesagt, so Geschlechterverteilung bei Lebendgebärenden 1 zu 3 oder 1 zu 4, also ein Männchen und 3, 4 Weibchen. So, aber in dem Artikel stand geschrieben, dass nach neueren Erkenntnissen oder dass nach wissenschaftlichen Erkenntnissen es wohl eher andersrum besser wäre, dass man zu einem Weibchen mehrere Männchen, ja, setzen soll, weil ja es wohl halt schonender für die Weibchen ist, ne? Und das Ganze kommt von der Aussage von Aquarienglaser. Ja, also der meinte, dass wohl ein Geschlechterverhältnis mehr Männchen mehr, ja, jetzt lass mich überlegen, also dass zu einem Weibchen mehr Männchen besser geeignet wäre, als wie zu einem Männchen mehrere Weibchen. Genau. Also lieber mehr Männchen auf ein Weibchen, als auf ein Männchen mehrere Weibchen. Genau. Also das ist wohl besser. Jo, naja, habe ich auch noch nicht so gewusst, weil wie gesagt, ich habe das immer gelernt und das hat man auch immer im Handel gesagt, gekriegt, ja, auf ein Männchen lieber mehrere Weibchen. Ne? Weil dann, das wäre wohl auch für den Genpool besser, weil sich dadurch wohl auch die schwächeren Tiere wohl eher durchsetzen können und ja, wie gesagt, ich kriege das alles nicht mehr so genau zusammen. Wenn ich diese Website finden sollte,
dann verlinke ich sie euch. Wenn nicht, dann ja, muss ich mal gucken. Aber ich denke, die finde ich wieder im Verlauf. Ja. Ja, ansonsten. Ja. Hoffe ich mit den Platys, dass sie wirklich, wirklich stabil sind. Im Augenblick, wie gesagt, tun sie immer noch so ein bisschen Flossen klemmen. Also sie scheinen sich wohl ganz normal zu verhalten. Hin und wieder schuppern sie sich mal an den Pflanzen, aber das kann viele Ursachen haben. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt eine Krankheit sein oder dass die Wasserwerte nicht passen. Weil die Wasserwerte passen bei mir. Und ja, ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass es gut läuft mit denen, dass sie sich gut einwöhnen, dass sie mir nicht doch eingehen, weil manchmal steckt man ja echt nicht drin, ne? Das ist, ja, die sind halt gestresst, ne, die Tiere, so, weil es rennen tausende von Leute vor die Becken rum und dann, ja, das Rausfangen, der Transport, das Einsetzen hier bei mir, das ist halt alles Stress für die Tiere. Und wenn die irgendwie geschwächt sein sollten, schon in der Zoohandlung geschwächt rumgeschwommen sind, dann kannst du halt einfach das Pech haben, dass sie dir eingehen. Ne? Das ist immer das Risiko, dessen man sich bewusst sein muss, wenn man sich Zierfische holt. Ja, kann man immer nur hoffen. Aber ich glaube, das eine Weibchen hier oben, das hat so einen dicken Bauch, also ich denke mal, dass die trächtig ist. Also mit viel Glück könnte es Nachwuchs geben in den nächsten Tagen oder Wochen. Einfach mal beobachten. War ja mit den Mollys genauso. Kaum hatte ich die, zack, hatte ich den ersten Nachwuchs. Ne? Das ja, habe ich schon so oft erlebt, auch bei den Gubbis. Wenn ich mal Gubbis geholt habe in der Zoohandlung, zack, einen Tag später hatte ich auf einmal Jungfische drin. Mhm. Inwieweit dann was hier durchkommt, muss man schauen. Es ist ja jetzt noch nicht so extrem dicht gewachsen. Und von daher muss man einfach mal, ja, einfach mal abwarten. Ja. Die Mollys, wie gesagt, das sind 11 Junge gewesen, wo ich sie von dem kleinen Becken hier reingesetzt habe. Da muss man abwarten, was durchkommt, ne, was hochkommt. Die behalte ich sowieso nicht alle, das wird zu viel. Und weil Mollys wären ja auch, ja, wären ja auch ganz gut groß, ne? Und da will ich dann auch nicht so viele drin halten. Und da, wenn ich welche abgebe, muss ich mal gucken, wie das Geschlechterverhältnis bei denen ist. Und wenn ich dann welche abgebe, dann werde ich 3 Männchen und ein Weibchen behalten. Und den Rest gebe ich ab. Tausche ich ein gegen andere Fische. Mal schauen. Ja. So viel dazu. Ne? Wie gesagt, das Licht habe ich verändert. Ich habe jetzt diese JBL Solar Nature habe ich oben drüber. Die habe ich bei mir mit in der JBL Controller App eingepflegt. Kann man ja mehrere Lampen verbinden in der App. Ich habe ja dieses WLAN-Steuermodul habe ich ja mit dabei. Und habe jetzt die Beleuchtungsdauer habe ich von, das dimmt um 11.30 Uhr, dimmt es hoch und um 12 Uhr hat seine volle Beleuchtungsstärke erreicht und um 21.30 Uhr fängt es an langsam runter zu dimmen und um 22 Uhr ist es dann komplett aus. Ne? Dann kann man ja noch einstellen warmweiß und kaltweiß zu einem gewissen Verhältnis. Ich glaube, warmweiß habe ich glaube ich 60 und kaltweiß habe ich glaube ich 40%. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, kann da jetzt auch nicht nachgucken, weil da müsste ich extra in die App rein und ja. Bei Bedarf würde ich das nochmal nachreichen, meine Lichteinstellungen. Und ja. Ja, das soll es dann auch gewesen sein für das Video. Das war nur ein kleines Update. Ich wollte euch da gerne mal auf dem Laufenden halten. Und ja. Genau, die Tage mache ich auch wieder im
im großen Becken Wasserwechsel. Pflanzen schneiden brauche ich. Ja, gut, die Rotallas könnte ich schneiden. Ne? Die Echinodorus Harbig, die haben schon wieder übelste Schwimmblätter ausgebildet. Ich zeige euch das mal kurz. Moment, machen wir das mal so. Ihr seht es, was die für fette Schwimmblätter ausbildet. Da hinten auch zwei Stück an einer Pflanze. Ihr seht, da geht dann dieser Strunken hier runter. Hier kommt schon wieder das nächste Schwimmblatt. Das ist heftig, was die Pflanzen schieben. Wahnsinn. Ja, das gute CO2, ne? Das gute CO2. Wo andere immer so schlecht reden, ne? Wo sie sagen, CO2 ist ein Schwachsinn und das bringt nichts und hast du nicht gesehen. Also das ist, ja. Die könnte ich wieder schneiden, die Rotala Rotundifolia Singapore Blood Red. Genau. Selbst die Lagenandra. Das ist eine Pflanze, die wächst echt langsam, ne? Aber die hat sich so toll entwickelt. Richtig schöne, kräftige, gesunde Blätter. Ja. Dann auch, was die Harbig für dicke, dicke Blätter kriegen, so handgroße Blätter, ne? Schon krass. Das Moos hier muss ich mal wieder in Angriff nehmen. Das Moos ist wirklich übel gewuchert, aber es sieht halt genial aus. Ne? Also ich liebe dieses Moos ohne Ende. Das ist dieses ganz schlichte Java-Moos. Also es sieht wirklich toll aus. Ich finde, das ist so ein richtiger Moosbusch. Das ist so ein richtiger Eyecatcher. Das sieht wirklich gut aus. Ja, Corydoras zeigt sich in voller Pracht. Soll noch mal einer sagen, Kies und Corydoras passt nicht zusammen. Weil immer viele der Meinung sind, Corydoras nutzen sich die Barteln ab, wenn sie im Kies rumwühlen. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Natürlich, wenn ihr einen Kehrsplit reinmacht, da kann das schon mal passieren, ne? So scharfkantige Steine, aber so bei Aquarienkies. Und der ist ja nun wirklich ziemlich feinkörnig, das seht ihr ja selber. Das Einzige, was ich immer habe, hier so die Kieskante, ne? Durch das Licht, was halt drauf fällt, hast du immer mal ja, so Algenstellen, ne? Aber ja, ist halt nicht zu verhindern, ne? Ansonsten, wie gesagt, bin ich mit beiden Becken wirklich zufrieden. Und ja, kann nicht meckern. Kann ich nicht meckern. Gut, das soll es jetzt aber wirklich ein für alle Mal gewesen sein. Machen wir das Video nicht zu lang. Alles gesagt, alles gezeigt. Und ja, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Kostet euch nichts, kostet mich nichts und hilft uns allen. Und damit ihr nichts Neues verpasst, aktiviert gerne die Glocke, dann kriegt ihr immer was mit, wenn ich was hochlade. Und ja, würde sagen, sehen wir uns zum nächsten Update. Ich sage vielen Dank für euer Interesse und ja, schöne Woche euch allen. Bleibt gesund und wir sehen, lesen und hören uns. Bye bye.